Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und in diesem Video soll es wie angekündigt mal um die zwei Cloud-Gaming-Angebote Shadow und GeForce Now gehen. Ich hatte ja schon ein Review hochgeladen, ein sehr ausführliches. Das könnt ihr euch hier oben mal angucken auf meinem Kanal. Ja, wo ich so ein bisschen über Shadow rede und halt einfach so ein bisschen auch mehr über Cloud-Gaming, wie das Ganze bei Shadow funktioniert. Und ja, bevor jetzt auch alle hier irgendwie in die Kommentare anfangen zu schreiben, Shadow und GeForce Now sind nicht das gleiche. Das stimmt, aber nur zu einem gewissen Grad. Also irgendwie wollen die beiden schon dasselbe, aber ich sag mal, die gehen einen anderen Weg. Und wer jetzt so gar keine Ahnung hat, wovon ich rede, kommt jetzt erstmal ein kleiner Einstieg. Wie schon gesagt, Shadow und GeForce Now sind beides Cloud-Gaming-Angebote oder ja, Cloud-Computing eher gesagt. Sie wollen nämlich beide essentiell das Gleiche, dass ihr über eine Internetverbindung einfach zocken könnt, irgendwelche Spiele, die ihr wollt, Spiele, die ihr auch schon habt vielleicht und das halt über eine Internetverbindung, sodass ihr nicht unbedingt eine Gaming-Kiste zu Hause stehen haben müsst, euch die anschaffen müsst, euch die vielleicht auch selber bauen müsst, sondern dass ihr ganz einfach ein Abonnement bezahlt und dann übers Internet und auf jedem Gerät, was ihr so habt, was halt internetfähig ist, dann spielen könnt. Und insofern sind die beiden sich dort auch sehr ähnlich. Sie bieten beide viele verschiedene Endgeräte, also ich sag mal jedes Gerät, was mit Windows, macOS, Linux, Chrome OS tatsächlich mittlerweile auch oder zum Beispiel Android TV. Also diese Geräte werden von beiden Anbietern unterstützt und ihr braucht dann eigentlich nur einfach einen Launcher runterladen und darüber wird dann alles geregelt. Leider gibt es bei beiden keinen Web-Client, also ihr könnt nicht einfach auf irgendeine Internetseite gehen, so wie zum Beispiel bei Stadia und könnt dann einfach drauf losspielen, braucht halt einfach nur einen Browser. Bei Shadow soll das noch kommen, bei GeForce Now weiß ich es nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine coole Ergänzung für die beiden Angebote so gesehen. Wenn man sich jetzt die Funktionsweise der beiden Anbieter mal anguckt, dann kommen wir zu den größten Unterschieden, sage ich mal. Fangen wir mal mit GeForce Now einfach an, denn sie bieten einfach einen Launcher, in dem ihr nach Spielen suchen könnt, in dem ihr zum Beispiel auch eure Steam-Bibliothek einbinden lassen könnt. Leider noch kein Epic oder Ubisoft. Diese Spiele lassen sich spielen, aber ihr müsst euch dann immer manuell anmelden und könnt nicht einfach die Bibliothek direkt importieren. Und ich sag mal so gesehen direkt drauf losspielen, sondern ihr müsst dann halt pro Spiel einfach immer das Spiel hinzufügen und dann euch anmelden. Aber dazu kommen wir später nochmal. Das ist halt einfach ein Launcher wie Steam, GOG, Origin, all sowas, wo ihr halt einfach alle möglichen Spiele auswählen könnt, die auf GeForce Now verfügbar sind. GeForce oder Nvidia sagt da, es sind so circa 800 oder über 800 Spiele im Moment und diese Liste wird natürlich immer weiter erweitert. Und die könnt ihr dann einfach spielen. In dem Launcher gibt es dann auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie halt zum Beispiel typischerweise so ein bisschen die Übertragungsarten, so ob ihr jetzt 50 Megabytes haben wollt oder eher weniger. Ihr könnt das natürlich auch automatisch einstellen, dass der automatisch darauf reagiert, ob ihr jetzt eine bessere Latenz haben wollt oder ein besseres Bild oder einen Mix aus beidem. Ihr könnt auch, wie schon gesagt, eure Bibliothek einsehen, also welche Steam-Bibliothek zum Beispiel gerade verbunden ist. Und ihr könnt da auch Updates gucken, alles Mögliche, sowas halt. Ja, da jetzt der große Unterschied zu Shadow ist nämlich, dass Shadow einfach nur einen Launcher hat, um einfach einen Computer zu starten. Ihr wählt da keine Spiele aus oder müsst euch irgendwie Steam-Bibliotheken hinzufügen oder sowas, sondern dort startet ihr einfach den Launcher. Im Hintergrund wird dann auch automatisch schon euer Shadow gestartet und ihr habt dann natürlich auch die Einstellmöglichkeiten, wie halt zum Beispiel die Bandbreite, die ihr zur Verfügung habt, könnt das automatisch wählen lassen, könnt noch ein paar tiefergehende Einstellungen treffen, aber im Kern das ähnliche Einstellmöglichkeiten. Bei Shadow ist da schon noch ist da mehr möglich, sage ich mal, Einstellungen zu tätigen für niedrigere Bandbreiten oder halt Individualisierung, sage ich mal. Kommt ihr in Shadow rein und da ist dann halt der große Unterschied, dass ihr bei Shadow
einfach einen PC habt, einen ganz normalen Windows-Client, den ihr nutzen könnt, wie jeden anderen PC auch. Also zum Beispiel könnt ihr euch da halt Videos drüber angucken, irgendwelche Apps installieren, irgendwelche Spiele installieren. Eigentlich alles, was man halt mit einem Windows-PC auch machen kann. Und wenn ihr halt dazu jetzt auch nochmal mehr erfahren wollt bei Shadow, könnt ihr euch gerne halt, wie gesagt, oben das Video angucken. Da bin ich deutlich mehr darauf eingegangen. Aber es ist halt wie ein Windows-PC, ganz normal, und ihr könnt alles nutzen. Bei GeForce Now ist es dann halt so, wie man es sich jetzt halt denken kann. Ihr startet aus dem Launcher heraus nicht irgendwie eine virtuelle Maschine, die euch gehört, sondern ihr startet zwar auch eine virtuelle Maschine oder eine virtuelle Instanz, aber eine Instanz von diesem Spiel und nicht von einer Windows-Umgebung direkt. Bei GeForce Now hängt da auch eine Windows-Umgebung hinter, und es haben auch sogar schon ein paar geschafft, dann auf diese Windows-Umgebung zu kommen und so gesehen GeForce Now zu nutzen wie Shadow. Aber das ist halt so nicht gewollt, sondern ihr kommt halt in so einen, ja, ich sag mal, so einen leeren Bildschirm, wo ihr euch vielleicht noch mit Steam oder Uplay oder sowas anmelden müsst. Das ist auch ein Kritikpunkt, das muss man nämlich immer machen, wenn man halt ein Spiel startet, muss man sich auch immer mit seinem Steam oder seinem Uplay oder was auch immer, worüber man halt gerade spielt, muss man sich dann auch anmelden. Und das wird nicht irgendwie gespeichert, gecached oder sonstigem, weil man halt immer auf einer anderen Maschine ist. Ja, und dann kommt ihr halt einfach in dieses Spiel rein. So, als wenn ihr das Spiel auf einer Konsole zum Beispiel starten würdet. Ja, und bei Shadow ist es dann halt ganz einfach wie bei einem PC auch. Also ihr installiert euch den Launcher, den ihr wollt, oder die verschiedenen Launcher, wie zum Beispiel Uplay oder Steam oder was auch immer. Und ja, könnt euch dann eure Bibliotheken ziehen, eure Spiele runterladen, ihr habt dann eine Festplatte, halt ganz normal, wie man es kennt. Ja, und das ist halt der große Unterschied, ne? Bei GeForce Now ist es wie eine Konsole. Ihr geht in den Launcher, startet ein Spiel und ihr werdet direkt in dieses Spiel reingelassen. Und naja, es besteht halt einfach nur eine Streaming-Verbindung und es läuft nicht direkt auf eurem Gerät. Und bei Shadow hat man halt einfach einen virtuellen Desktop oder eine virtuelle Maschine und kann darauf dann alles tun, was man will, und halt auch seine Spiele dann starten. Kommen wir jetzt mal zur Performance. Und ich sag mal, das ist ja jetzt so gesehen das Wichtigste von beidem. Und da muss man jetzt auch wieder unterscheiden halt zwischen den beiden. Denn Shadow funktioniert halt so, wie man es kennt. Man bekommt eine Hardware, die bekommt man immer. Also es ist zwar immer direkt eine andere Hardware, aber diese Hardware hat die gleichen Specs, so gesehen. Also man hat zwar immer irgendwie einen anderen Server oder sowas, worauf man läuft, aber man hat halt immer das gleiche Betriebssystem und, ne, seine gleichen Daten. Aber man bekommt halt immer diese eine Grafikkarte und diesen einen Prozessortypen, sag ich mal. Und damit kann man dann halt rechnen. Bei GeForce Now funktioniert das alles irgendwie in so einem Art Cluster-System. Da hat man halt einen Cluster von Speicher, wo man halt alle möglichen Spiele als Instanz so gesehen gespeichert hat. Man hat einen Cluster von PCs so gesehen, in Anführungsstrichen, also mit CPUs und Grafikkarten. Und diesen Spielen werden dann halt gewisse Ressourcen zugewiesen. Bedeutet, für einen Cyberpunk bekommt man mehr Ressourcen von diesem ganzen Cluster als für einen World of Warships oder was weiß ich. Das ist halt einfach so der Sinn hinter GeForce Now, dass Nvidia versucht, immer die gleiche Performance, nämlich so um die 60 FPS, für jedes Spiel zu erreichen. Und was für die dann halt am wirtschaftlichsten ist, ist dann halt so gesehen, für einen Fortnite weniger Ressourcen zur Verfügung zu stellen als für einen Cyberpunk. Großer Nachteil bei der Sache ist, man kommt halt nie über diese 60 FPS hinaus. Außerdem lässt GeForce Now auch keine anderen Auflösungen zu. Also man kann zwar Auflösungen auswählen, aber man ist, man hat einen Cap bei 1080p. Und das finde ich in der Zeit mittlerweile schon ein bisschen wenig. Also ich habe halt zum Beispiel einen 1440p Monitor. Und man kann dann halt auch zum Beispiel keine höheren FPS-Zahlen erreichen. Man hat immer diese 60 FPS bzw. 60 Hertz. Bedeutet, wenn man einen Monitor hat mit 144 Hertz, kann man diese 144 Hertz bei GeForce Now leider nicht ausnutzen. Und ich denke mal, das ist für immer mehr Personen ein Problem, denn es gibt immer mehr Monitore, die High Refresh Rates unterstützen. Genauso wie es Fernseher gibt, die mittlerweile ja auch viele 120 Hertz unterstützen.
Und ich denke, da muss GeForce Now einfach deutlich mehr nachlegen, denn bei Shadow zum Beispiel hat man ja die Möglichkeit, bis 4K zu spielen und bei Auflösungen, die darunter liegen, auch 140 Hertz zum Beispiel zu erreichen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von Shadow und ich muss sagen, ja, da liefert Shadow einfach ein deutlich besseres Paket. Und deswegen kommen wir jetzt bei den Tests auch ja, unterschiedliche Werte. Ich habe einmal Shadow getestet mit 1080p und einmal auch mit 1440p und GeForce Now läuft halt nur auf den 1080p. Was wir halt auch sehen können, also ich habe mir jetzt einfach mal Tom Clancy's The Division 2 rausgesucht, ist halt immer noch ein hübsches Spiel, ein Spiel, was sehr hardwarehungrig ist, sage ich mal. Ist jetzt kein Cyberpunk oder so, aber es ist halt, ich sag mal, ein Durchschnittsspiel, was im Moment so gebraucht wird an Leistung. Ja, und da fällt einem direkt auf, alleine schon im Menü kann man bei GeForce Now keine Einstellung treffen. Also ja, man kann die Einstellung zwar treffen, also man kann sie hochsetzen, aber jetzt zum Beispiel im Fall von The Division ist ein Neustart möglich, um irgendeine Art von Grafikeinstellung ja, festzulegen oder umzusetzen. Und naja, das ist halt ein Problem, denn wenn man das Spiel neu startet, dann kommt man auf eine andere Instanz von GeForce Now, also man bekommt einen anderen Cluster so gesehen zugewiesen und diese Einstellungen sind dann nicht mehr darauf verfügbar, also sie sind halt einfach weg. Und naja, ich weiß nicht, ob jetzt Nvidia da extra irgendwie die Einstellung für jedes Spiel angepasst hat und deswegen bei The Division alles auf mittel bis niedrig ist oder ja, ob die Einstellungen halt einfach von dem Spiel so gewählt sind, standardmäßig, und man sie halt einfach bei GeForce Now so gesehen nicht speichern kann. Auf jeden Fall ist es halt, bei solchen Spielen gibt es halt nicht die Möglichkeit, die Einstellungen zu verändern. Heißt auch, dass wir hier in dem Test jetzt bei Shadow mit hohen Einstellungen spielen und bei GeForce Now halt nur mit mittel bis niedrig. Heißt, naja, dass man bei GeForce Now so gesehen die Hardware weniger leisten muss als bei Shadow. Ja, und ich sag mal, wenn wir uns dann mal angucken und einfach nur 1080p mit 1080p vergleichen, dann sieht man schon einen Punkt, der bei GeForce Now deutlich schlechter ist als bei Shadow. Ist für manche vielleicht nicht so wichtig wie für andere, aber ich sag mal, es fällt schon deutlich auf. Denn um diese ganzen Bilder in ja, 1080p halt zu übertragen, muss das Ganze halt komprimiert werden. Dazu gibt es dann halt irgendwelche Verfahren, irgendwelche Video-Encoder. Das wird komprimiert, wird über die Leitung geschickt, wird bei einem selber dann wieder entkomprimiert oder entpackt so gesehen. Ja, und dann hat man halt an sich immer irgendwie einen Rauschen da drinne oder irgendwie eine schlechtere, ja, eine schlechtere Auflösung. Und das sieht man bei GeForce Now auf jeden Fall deutlich. Wenn wir uns halt einfach mal so ein bisschen dieses HUD-Element angucken, sieht man halt deutlich mehr Stair-Stepping, also oder einfach ja, weniger Anti-Aliasing so gesehen, kann man das vergleichen. Also die Linien sind deutlich ausgefranster, beziehungsweise sind einfach nicht mehr so deutlich sichtbar. Und es ist halt einfach, als wenn man das Spiel auf ja, 720p oder 960p spielen würde und ja, man sieht halt einfach diesen Verlust an Qualität bei GeForce Now und bei Shadow, muss ich sagen, sieht man tatsächlich gar nicht mal so viel Qualitätsverlust. Besonders wenn man dann halt bei Shadow wechseln kann auf die native Auflösung von jetzt zum Beispiel meinem Monitor bei 1440p, dann sieht man halt schon einen deutlichen Unterschied zwischen GeForce Now zu Shadow. Es ist natürlich jetzt auch ein Auflösungsunterschied, ne, von 1080p auf 1440p, halt das Doppelte an Auflösung. Aber es ist auch trotzdem, man sieht halt trotzdem einen Unterschied zwischen Shadow 1080p und Shadow 1440p. Und ich muss sagen, ja, man sieht halt einfach einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Services. Was man dann halt auch sagen muss, was die Leistung des Systems angeht oder die, ja, ich sag mal, die Flüssigkeit des Spiels, tun die beiden sich auch nicht so viel. Also in diesem speziellen Fall von The Division sieht man jetzt halt kaum einen Unterschied, denn bei Shadow, egal ob auf 1080p oder 1440p, läuft es auf
ja, 60 FPS oder um die 60 FPS durchgehend. Und bei GeForce Now kann ich das jetzt nicht so genau anzeigen lassen, aber für mich beim Spielen fühlt es sich genauso flüssig an. Also man hat halt bei allen drei Konfigurationen, wie wir so jetzt gerade haben, haben wir ganz normale 60 FPS. Wo sich dann aber der Vorteil für GeForce Now herausstellt, ist halt zum Beispiel in einem Cyberpunk. Wenn man sich einen Cyberpunk anguckt, das läuft bei Shadow mit mittleren Einstellungen so geradewegs flüssig mit so 40 FPS, sage ich jetzt mal. Und das ist halt alles auf Mittel gestellt. Und naja, man kennt Cyberpunk halt, ne? Ist ein extrem hardware-hungriges Spiel. Da ist das so. Aber bei GeForce Now konnte man halt dann einfach sagen, okay, wir geben jetzt diesem speziellen Spiel einfach mehr Kapazität von diesem Hardware-Cluster so gesehen. Und das Spiel läuft dann da trotzdem auch auf diesen 50, 60 FPS. Und ich sag mal, ich konnte jetzt nicht richtig viele Spiele testen, um zu gucken, ob das wirklich bei jedem Spiel der Fall ist. Aber ich gehe mal davon aus, also bei GeForce Now kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass man immer seine 60 FPS bekommt. Und bei Shadow muss man halt immer selber gucken, ob die Hardware jetzt für dieses Spiel ausreicht, um auf 60 FPS zu laufen, oder halt eher nicht. Aber ich sag mal, das hebt sich alles so ein bisschen auf, denn bei Shadow hat man dann trotzdem die Möglichkeit, bei Spielen, die nicht so hardwarehungrig sind, auch mal 140 FPS zu erreichen. Und bei Spielen, die wie Cyberpunk wirklich sehr hardwarehungrig sind, stellt man halt die Grafik runter, welche gegebenenfalls bei GeForce Now natürlich dann auch runtergedreht ist. Deswegen hebt sich dieser Vorteil dieses Hardware-Clusters so ein bisschen für mich auf. Es ist natürlich, ich sag mal, so eine Convenience für den Kunden, einfach zu wissen, okay, das Ding läuft auf, ja, 60 FPS und fertig, wie bei einer Konsole so gesehen. Und man muss sich selber keine Gedanken mehr machen. Aber bei Shadow hat man halt die Möglichkeit, auch mal eine bessere Performance zu bekommen oder mehr FPS. Und das ist halt dann schon irgendwie ein Unterschied für mich, der positiv für Shadow ausfällt. Kommen wir noch schnell zu einem Punkt, nämlich den Spielen. Und ja, man muss sagen, da hat Shadow so gesehen auch einen Vorteil. Shadow kann nämlich einfach alles spielen, was man auf den gewöhnlichen Plattformen so findet, was man halt auf einem Windows-PC spielen kann. Ausnahme ist zurzeit tatsächlich Valorant, weil Valorant durch diesen aggressiven Anti-Cheat, der ja auch mit dem BIOS irgendwie zu tun hat, kann das bei Shadow halt einfach nicht installiert werden, dieser Anti-Cheat. Und die Entwickler von Valorant wollen jetzt auch keine Ausnahme für Shadow machen in ihren Anti-Cheats. Also das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist das eine Spiel, was auf Shadow nicht läuft. Aber ansonsten kann man halt davon ausgehen, wenn das Spiel auf dem PC läuft, dann läuft es auf Shadow. Ab und zu hatte ich bei Shadow noch ein paar Probleme mit irgendwelchen Alpha- oder Beta-Versionen von Spielen. Da war es dann so, dass es dann komischerweise irgendwie gesperrt war für VMs. Ich weiß nicht, das ist dann halt Entwicklersache. Das ist dann aber halt meistens oder ist eigentlich in der Regel gefixt mit dem Originalspiel dann. Also wie gesagt, ich hatte bisher nur mit Valorant das Problem oder mit irgendeiner Alpha oder Beta. Bei GeForce Now ist man dann natürlich darauf angewiesen, was die Entwickler auf diese Plattform geben, beziehungsweise was Nvidia natürlich auch für deren Plattform bereitstellt. Denn man muss das halt so sehen, Nvidia muss dieses Spiel irgendwo auf deren Servern als eine virtuelle Instanz laufen haben, damit die Spieler auch darauf zugreifen können. Und natürlich nicht nur eine Instanz, sondern viele hunderte, tausende Instanzen, damit halt diese Spieler jeweils auf eine Instanz zugreifen können. Und das gab dann halt natürlich auch schon ein Problem mit Entwicklern, die nicht wollten, dass auf GeForce Now das Ganze gespielt wird. Da gab es halt irgendwie dann auch so ein bisschen Rechtsstreit oder so. Das wurde jetzt erstmal, beiseite geschafft. Aber ich sag mal, das schwebt irgendwie immer noch im Hintergrund. Ich habe davon nicht wirklich viel jetzt mitbekommen. Aber man muss halt auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, die Spiele, die auf dieser Plattform verfügbar sind, sind vielleicht nicht immer verfügbar, beziehungsweise Nvidia muss neue Spiele halt auch immer erst auf diese Plattform bringen. Heißt auch, dass nicht unbedingt jedes Spiel von Steam oder jedes Spiel von Epic, Uplay, EA
auf GeForce Now laufen wird. Das ist halt so gesehen ein kleiner Nachteil, aber ich sag auch, von all den Spielen, die ich habe, und ich habe echt ziemlich viele Spiele, ist es bei GeForce Now so, dass die da auch verfügbar sind. Also alles, was jetzt so irgendwie bekannt ist auf Epic, auf Uplay oder auf Steam, wird dort auch unterstützt. Also wie gesagt, unter diesen über 800 Spielen findet man bestimmt die Spiele, die man dann auch spielen möchte. Kommen wir noch zu einem großen Vorteil von GeForce Now wiederum. Nämlich zum einen, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon rausgehört habt, einfach so diese Convenience. Ihr startet einen Launcher, ihr startet das Spiel und es läuft dann halt einfach irgendwo. Ist halt ganz praktisch, wenn man halt mit diesen Qualitätseinbußen dann ja, leben kann, sag ich mal. Und zudem gibt es den großen Vorteil, dass man tatsächlich GeForce Now im Moment kostenlos benutzen kann. Das ist natürlich mit Einschränkungen, also das inkludiert zum Beispiel nur eine Stunde am Tag. Also man kann halt tatsächlich nur eine Stunde am Tag spielen. GeForce Now hat halt auch so ein Queue-System. Also man kommt erst in eine Spielinstanz rein, wenn auch eine frei ist. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Wenn ein Spiel wie Cyberpunk zum Beispiel am Release sehr gefragt ist und dann hat GeForce Now oder Nvidia nicht genügend Instanzen zur Verfügung gestellt, kann es sein, dass halt nicht genügend Instanzen da sind und dass Spieler dann nicht spielen können. Und dadurch ist es halt auch so, wie man es vielleicht von einem Battlefield oder so kennt, kann es sein, dass man mal in einer Warteschlange steht und vor einem erstmal andere Spieler drangenommen werden, bis man dann wirklich eine Instanz irgendwann bekommt. Habe ich jetzt noch nicht so erlebt, dass es dann wirklich lange gedauert hat oder so. Dann steht da vielleicht mal 279 Spieler sind vor ihnen dran, aber das geht dann eigentlich auch alles innerhalb von einer Minute ist man dann auch in-game. Also das geht eigentlich alles. Aber das ist auch an sich nur ein Problem bei der kostenlosen Variante, die ja auch ein großer Vorteil ist. Wenn man sich dann die kostenpflichtige Variante ansieht, ist sie zum einen günstiger als von Shadow, also man bezahlt nur 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr. Und das ist halt einfach im Moment, wenn man jetzt Boost, also Shadow Boost vergleicht mit GeForce Now, sind das halt 3 bis 5 Euro weniger, die man da bezahlt. Ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Vorteil. Besonders in Spielen, die halt sehr hardwarehungrig sind, wo Shadow da nicht ganz mithalten kann, dann hat auf jeden Fall GeForce Now ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem hat man im Moment die Möglichkeit, bei GeForce Now auch RTX zu bekommen. Das ist bei Shadow ja nur möglich mit den größeren Paketen Ultra und Infinite. Diese sind jedoch noch nicht in Deutschland verfügbar und die sind halt auch nochmal teurer. Also da bezahlt man dann 30 oder 40 Euro. Und ja, das ist dann halt schon deutlich mehr als GeForce Now. Also, kommen wir zu meinem Fazit und ich muss sagen, man kann nicht so wirklich einen Gewinner rausholen. Es sind, wie gesagt, am Anfang zwei schon ziemlich unterschiedliche Plattformen, die zwar im Kern das Gleiche wollen, aber halt das Ziel anders erreichen. Wer halt einen wirklichen PC braucht, der viel Leistung hat, der ist halt auf jeden Fall besser bei Shadow. Und wer halt einfach nur gamen möchte, der ist vielleicht besser bei GeForce Now. Aber man muss halt auch da wieder Einschränkungen treffen. Wenn einem die Qualität, man kann es ja einfach kostenlos mal ausprobieren, von GeForce Now ausreicht, dann ist man da vielleicht besser bedient. Aber wenn einem diese Qualität halt nicht ausreicht, und da zähle ich mich tatsächlich zu, also man sieht halt schon einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den beiden, da sollte man dann schon eher zu Shadow greifen. Was ich vielleicht auch noch dazu erwähnen sollte, vielleicht haben es einige mitbekommen, nach meinem Review von Shadow trat die News auf, dass der Founder oder die Firma, die hinter Shadow steht, so gesehen der Geldgeber, pleite gegangen ist. Die Blade Group ist pleite gegangen und man weiß jetzt halt nicht so wirklich, ob man direkt einen neuen Investor findet. Shadow arbeitet erstmal ganz normal weiter sie versuchen einfach ihr Bestes, jetzt irgendwie einen Investor zu finden. Aber das steht halt in den Sternen, ob sie wirklich einen finden, und vielleicht steht man dann demnächst da und hat halt keinen PC mehr. Das ist halt im Moment ein Risiko, und zudem ist es halt auch noch so, dass du bei Shadow
ja, Aktivierungszeiten erst im Oktober, November ungefähr hast. Also ist halt auch nochmal ein großer Vorteil von GeForce Now wiederum, dass man sich halt einfach anmelden kann und es einfach direkt ausprobieren kann, besonders für 0 Euro. Und das halt am selben Tag. Und bei Shadow gibt es halt eine Aktivierungszeit. Bei mir damals war die noch bei 2 Wochen, was schon schwierig ist, sage ich mal. Aber gut, das ist zu verkraften. Aber bei dem jetzigen Stand von Shadow ist es tatsächlich so, dass man, wenn man Shadow Boost bucht, ja, muss man zwar erstmal nichts bezahlen, aber man bekommt seine Maschine dann tatsächlich auch erst Ende des Jahres, also Oktober, November. Das ist schon ziemlich lang und ich denke mal, das ist dann ja auch ein großes Negativkriterium für viele, die sich im Moment für Shadow interessieren. Also, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie weitergeholfen und konnte euch so einen kleinen Einblick geben. Ich kann nur empfehlen, GeForce Now einfach mal auszuprobieren. Das ist dann auch mal ein ganz guter Test, ob eure Internetleitung dafür ausreicht, denn man braucht ja schon so mindestens 20 bis 30 Mbits, um beide Services irgendwie vernünftig nutzen zu können. Ja, und wie das so mit der Latenz ist und so, da verhalten sich auch beide Services relativ ähnlich. Ja, und wie es dann halt bei GeForce Now aussieht mit dem Qualitätsverlust, den man da eingeht, genau, könnt ihr einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, einfach mal anmelden, kostet ja nichts und ihr könnt 1 Stunde pro Tag einfach mal spielen. Ja, und ich denke mal, das ist ein guter Schritt, um einfach mal in das Cloud Gaming reinzugucken und ja. Ich bleibe weiterhin bei Shadow und bin damit auch sehr zufrieden und ich muss auch sagen, Shadow ist mein persönlicher Favorit, obwohl ich mittlerweile eher gerne es so hätte wie GeForce Now mit dem, man geht in den Launcher, startet ein Spiel und man ist in dem Spiel drin, als dass man eine virtuelle Maschine startet, die muss erst hochfahren, dann bekommt man halt alle Launcher, dann startet man das Spiel, ja, ist alles ein bisschen langwieriger. Da ich Shadow nicht mehr so wirklich als eigentlichen PC benutze, sondern nur noch als Gaming-PC. Aber mir ist halt die Qualität von Shadow deutlich wichtiger. Besonders arbeitet Shadow jetzt auch im Moment daran, ja, diesen Farbcodec oder diese Farbkomprimierung 444 einzuführen. Das ist halt einfach ja, tiefere Farben so gesehen. Jeder Pixel hat die Farbe, die er auch eigentlich haben sollte und sowas. Also da kommt sogar noch eine bessere Qualität bei Shadow demnächst. Und ja, deswegen ist das einfach mein Favorit. Kann für euch natürlich, wie gesagt, was anderes sein. Ja, und ich kann nur sagen, probiert es einfach mal aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe einfach mal heute tatsächlich in Full HD aufgenommen, da mein armer Laptop 4K nicht mehr so ganz hinbekommt. Und zudem habe ich einfach mal ausprobiert, in einem flachen Profil zu filmen und mich im Color Grading zu versuchen. Also könnt mir gerne mal ja, Response geben. Ich fange schon an, nur noch Englisch zu reden. Eine Rückmeldung geben könnt ihr mir gerne. Unten in den Kommentaren, wie ihr so die Farben findet und ob euch das stört mit Full HD oder ob ihr lieber 4K haben möchtet. Ja, aber ich würde sagen, das war es erstmal mit diesem Video. Und wir sehen uns bestimmt nächste Woche wieder auf meinem Kanal, auf irgendeinem Video. Ich weiß noch nicht, was ich hochlade. Aber macht's gut. Bis denn. Und ciao.